Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir bekommen auf unserer Plattform immer etwa Fragen darüber, wie soll man anlegen, aktiv, passiv, Vermögensverwaltungsmandat, ETF, Indexfonds und so weiter und so fort. Wir machen ja eigentlich keine Beratung, sondern bei Fintool lernen Sie, wie die einzelnen Produkte, wie einzelne Anlagestrategien, wie Möglichkeiten aussehen. Unsere Idee ist, dass wir Sie so weit orientieren, dass Sie eigentlich Ihre Entscheide selber fällen können. Bezüglich unserer Mentalität ist völlig klar, langfristige Anlage, definieren, wie langfristig Ihr Horizont ist, Aktienquote und damit Volatilität definieren und dann möglichst passiv. Das ist so unser Ansatz. Nun, empirische Evidenz für solche Sachen ist immer relativ schwierig zu bekommen, weil ja jeder seine eigenen Anlagestrategien, seine Anlagemöglichkeiten hat. Also empirische Evidenz ist schwierig. Das Vermögenszentrum hat kürzlich eine sogenannte anonymisierte Meta-Analyse gemacht mit 169 fremden Depotstrukturen, also die wurden ihnen gegeben für eine Analyse. Und das hat eine Metastudie, eine anonymisierte Metastudie gegeben. Und das Vermögenszentrum hat uns die Daten zur Verfügung gestellt, damit wir noch etwas weiter analysieren können. Nun, wenn man das tun will, dann muss man ja zunächst immer so etwas wie eine Benchmark definieren. Jedes Kundendepot hat ja seine eigenen Eigenschaften, jeder Kunde hat seine eigene Risikostruktur. Das heißt, man muss so etwas wie eine Depotstruktur definieren, die als Benchmark verwendet werden kann. Und das VZ hat das gemacht und das sieht folgendermaßen aus. Investierbare Benchmarks für verschiedene Risikoklassen. Alles inklusive aller Kosten und zwar gespielt oder investiert mit ETFs und Indexfonds. Und hier sehen Sie, wie die Struktur aussieht. Natürlich die Risikoneigung ist abgebildet durch die Aktienquote. Nicht wahr? Das ist ja das, was am meisten schwankt und das sehen Sie hier. Aktien. Risiko Kategorie 1 10%, dann 33%, 47%, 65% und 85%. Entsprechend Fixed Income bzw. Zinswerte, hier 80%, 56% und so weiter und so fort. Sie sehen die Details. Die 100% setzen sich aber dann jeweils auch noch zusammen aus irgendwelchen Alternativanlagen, die auch investiert wurden, also beispielsweise Immobilien Schweiz, Spezialitäten und Rohstoffe, Zinswerte Ausland, Zinswerte Schweiz. Sie sehen hier die Zusammensetzung. Die Analyse wurde gemacht für das Jahr 2019. Die Performance dieser Benchmarks sehen Sie hier unten. Rendite 2019, Portfolio 1, 6,5%. Portfolio 2 12%, 15%, 20% und 24%. Und jetzt hat man diese Benchmarks verglichen mit dem ganzen Universum all dieser 169 Portfolios und man hat das dann in eine Grafik abgetragen mit Risiko und Ertrag. Und hier unten finden Sie das Risiko, sprich die Aktienquoten und hier finden Sie die Renditen für das Jahr 2019. Und Sie sehen, das ist jetzt noch ein bisschen chaotische roten Punkte sind jeweils die Risiko- und Renditepunkte für die Benchmarks. Und ich versuche hier jetzt ein bisschen Ordnung zu schaffen. Also die grauen Dreiecke, das sind die Rendite-Risikopunkte für die Vermögensverwaltungsmandate, sind alles externe Vermögensverwaltungsmandate bei allen möglichen Banken und Anlagehäusern. Das Gelbe, das sind Anlageberatungsmandate, ebenfalls überall anonymisiert. Und diese blauen Kreuze hier, das sind sogenannte Self-Managed Mandate. Jetzt versuche ich Ordnung zu schaffen und ich habe hier jetzt einfach mal einen Strich gemacht für die Benchmark. Und etwa so würde das aussehen, wenn Sie quasi benchmarkmäßig investiert gewesen wären. Und jetzt sehen Sie, wo der Rest liegt. Und jetzt nehme ich einmal das Universum der Vermögensverwaltungsmandate und zeichne das auf. Und das sieht so aus. Also das ist das Universum der Vermögensverwaltungsmandate. Ich will das hier gar nicht kommentieren. Das Bild sagt wie immer mehr als 1000 Worte, nicht wahr? Jetzt zeige ich Ihnen die Anlageberatungsmandate
Das ist das Universum der Anlageberatungsmandate. Also Sie sehen, der Durchschnitt ist performancemäßig wesentlich besser als die Vermögensverwaltungsmandate. Und dann diejenigen, die selber managen, wenn sie so wollen, und ihre Allokation selber machen, das ist der blaue Bereich. Und das sind per se interessante Feststellungen. Und das ist das, was wir als Evidenz haben. Wie gesagt, das ist alles nicht repräsentativ. Das sind 169 Depots. Aber wir müssen halt mit dem arbeiten, was wir haben. Aber wir stellen fest, die Tendenz geht immer etwa in eine ähnliche Richtung. Und ich möchte diese Tendenz zusammenfassen. Ob eine Anlagestrategie richtig ist, weiß man immer erst im Nachhinein. Meine Damen und Herren, im Nachhinein sind wir immer alle viel intelligenter als vorher. Geldanlage ist voll von Unsicherheiten, Wahrscheinlichkeiten und Erwartungswerten. Das wissen wir. Alle Analysen, die wir hier zeigen, sind nicht repräsentativ. Es sind alles individuelle Bedürfnismuster, aber wir stellen immer wieder ähnliche Gesetzmäßigkeiten fest bei Analysen wie dieser hier. Reine Beratungsmandate als Zusammenfassung. Reine Beratungsmandate und self-managed sehen im Durchschnitt besser aus als Vermögensverwaltungsmandate. Self-managed ist nicht wesentlich schlechter als Beratungsmandate. Je mehr man sich in Richtung passiver Benchmarks, sprich in Richtung der roten Linie bewegt, desto erfolgreicher wird die Sache. Und das Muster ist nicht neu. Wir haben schon verschiedene solche Muster diskutiert. Bestätigt sich in den meisten neutralen Analysen. Meine Damen und Herren, mir gefällt das Self-Managed, die Performance des Self-Managed. Es zeigt sich, dass es sich lohnt, sich mit den Sachen ein bisschen auseinanderzusetzen. Vielleicht sogar mit Videos.